Hi, ihr seid hier bei UVS, ich bin Charlene und heute geht's um OnlyFans. Die Plattform macht Normalos wie dich und mich über Nacht reich. Das liest man zumindest immer wieder. Was ist dran? 10.000, 20.000 Dollar im Monat von über die Nacht, weil ich fange jetzt mit OnlyFans an, ist einfach falsch. Dort, ich kann irgendwie meine kreative Seiten zeigen, meine Dessos, auf was ich stehe und so weiter. Die Abozahlen von OnlyFans sind während der Pandemie durch die Decke gegangen. Aber wer hat eigentlich wirklich eine Möglichkeit, auf OnlyFans viel Kohle zu machen? Wovon ist das abhängig? Wer bleibt auf der Strecke? Und wie sicher ist die Plattform? Gerade wenn es um den Schutz dieser sensiblen Inhalte geht. Ich treffe heute zwei Frauen. Die eine ist mit OnlyFans und ihrem Einkommen da echt zufrieden und die andere hat ihre Arbeit dort aufgegeben, obwohl sie gut viel Zeit rein investiert hat. Das erzählt uns gleich Lisa aus Hannover. Ich fahre gleich mal mit der Tür so ein bisschen ins Haus. Ich weiß, du hast dieses Aufklärungsformat auf YouTube. Mit deinem Verlobten produzierst du Pornos. Dankeschön. Mhm. Was reizt dich so an diesem Sexthema? Das hat sich erst entwickelt. Also ich habe eigentlich direkt nach meinem Abi damals viel als Model vor der Kamera gestanden und habe festgestellt, dass gerade auch Aktfotografie mir super, super viel Spaß macht, mir das einfach total liegt und sich das für mich einfach ganz natürlich angefühlt hat. Genau. Und warum dann OnlyFans? Das ist ja schon ein Schritt. Ja, das ist schon ein Schritt. Das hat auch ein bisschen länger gedauert, bis ich da hingekommen bin. Aber ich habe gemerkt, okay, ich mache diese Aktfotografie, mir macht das total viel Spaß. Für mich ist das eine Form von Kunst, aber ich kann das nirgendwo teilen, weil soziale Medien das natürlich nicht so schön finden. Wird sofort geblockt, alles was nackig da ist. Ja. Genau, und deswegen kam der Gedanke dann irgendwann, ja, OnlyFans wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber es hat relativ lange gedauert, bis ich es dann gemacht habe, weil ich schon das Gefühl hatte, oh Gott, was denken die Leute denn dann von mir, wenn ich es wirklich mache? Also dieses Stigma, was so da dran heftet, das ist schon krass. Und genau, aber irgendwann kam dieser Punkt, da hat sich einfach ein Schalter umgelegt, da dachte ich, okay, fuck it, ich mach das jetzt, ich stehe einfach zu mir und mir ist es egal, was andere Leute von mir denken und genau, dann habe ich es einfach gemacht. OnlyFans ist eine Social-Media-Plattform aus Großbritannien, die gibt es seit 2016, funktioniert ähnlich wie Instagram oder Facebook mit zentralen Unterschieden. Erstens, die NutzerInnen müssen für den Content bezahlen, also für jede Person, der man folgt, muss ein Abo abgeschlossen werden. Zweitens, es gibt da zwar auch Kochvideos oder FitnessbloggerInnen, aber ganz besonders auch explizit sexuellen Inhalt, wie Dessous oder Nacktbilder bis hin zu Pornos, da ist alles dabei. Und diesen Content liefern Menschen wie Celebrities oder auch SexarbeiterInnen, die während der Pandemie ihren Job verloren haben, aber auch Leute, die noch nie was mit der Sexbranche vorher zu tun gehabt haben. Wie sah es eigentlich mit eurem Job in der Pandemie aus? Habt ihr einen verloren oder vielleicht sogar einen neuen gefunden? Lasst doch mal einen Kommentar da. Das sind dann halt so Bilder, die ich gepostet habe. Warte, vielleicht ist ein bisschen naiv, aber was ist das, eine Orange oder so? Nee, das ist ein Kürbis, denn das war so ein Halloween-Special. Und das ist auch genau hier auf diesem Küchenboden. Genau, ja. Hast du Lust, mir mal die anderen Locations in deiner Wohnung zu zeigen? Klar, gerne. Ja, das ist mein Schlafzimmer. Und das hier ist quasi die magische Kiste. Hast du hier auch so ein paar Highlight-Teile, wo du eine bestimmte Geschichte oder Location mit verbindest? Sehr viel auf jeden Fall. Also wir haben von ganz klassischer Herzchen-Spitzen-Unterwäsche. Valentinstag. Genau. Über ja, schon so speziellere Sachen, die dann so ein bisschen mehr Richtung Kostüm auch gehen. Das war hier so ein Krankenschwester-Teil für Halloween hatte ich das zum Beispiel geholt. Ich habe mir tatsächlich auch eine Wig zugelegt, so um mal quasi in so eine ganz andere Rolle reinzuschlüpfen. Ey, das ist aber auch ein krasser Aufwand, ne? Also auf jeden Fall. Wie viel Zeit hast du da rein investiert? Also ich weiß nicht, zu den Zeiten, wo ich das wirklich sehr intensiv betrieben habe, würde ich schon sagen, dass das so 20, 25 Stunden die Woche an Arbeitszeit wirklich waren. Also wenn man so alles mit reinrechnet, auch Nachrichten beantworten und so weiter und so fort. Also kommt schon einiges zusammen, ja. Als es richtig gut lief, wie viel hast du da verdient? Also zu meinen Hochzeiten, das war irgendwann letztes Jahr im Sommer, glaube ich,
Da habe ich so $3000 oder sowas im Monat gemacht mit OnlyFans. Also für einen Nebenjob auf jeden Fall super krass. Ja. Und dann gab es ja diese Einschränkung von OnlyFans. August 21, keine sexuell expliziten Inhalte mehr. Nach Tagen haben sie es dann wieder zurückgenommen und ganz viele Fans sind ja dann auch abgewandert. Wie war das bei dir? Furchtbar. Ich habe mich... man hat überhaupt nicht damit gerechnet. Das kam aus dem Nichts, dieses Announcement von OnlyFans, sondern dieses ganze Hin und Her. Man wusste überhaupt nicht, wo man steht, wo man dran ist. Und den AbonnentInnen ging es genauso. Also die Leute wussten nicht, okay, wird diese Plattform noch in ein paar Monaten da sein? Wird da noch der Content da sein, den ich konsumieren will? Magst du mal konkrete Zahlen teilen? Wie war das vorher und dann nachher? Also wie sehr ist das finanziell für dich eingebrochen? Also zu meinen besten Zeiten hatte ich, glaube ich, so $3000 und vor Steuern natürlich, Income. Und nach diesem ganzen Hin und Her, also ungefähr 1-2 Monate danach, war ich runter auf $600, $700. Du wurdest auch geleakt, ne? Mhm. Was für Erfahrungen hast du da gemacht? Ja, ich glaube, vom Y-Kollektiv eine Reportage über Deepfake-Pornos gefunden, mir angeguckt und dachte, okay, muss ich mal schauen, ob es sowas von mir auch gibt. Und dann habe ich zwar keine Deepfake-Pornos gefunden, sondern meine echten Pornos. Und das war echt uncool. Also wenn man dann sieht, okay, Sachen, die eigentlich hinter einer Paywall sind, wo ich unglaublich viel Arbeit reingesteckt habe, werden hier einfach for free in so super ekligen Foren geteilt, die sich dann so nennen wie E-Girl, Sluts oder solche Namen haben die dann. Und da findet man dann seinen Content wieder für alle zugänglich. Und das war schon... ja, echt uncool. Was hat denn für dich am Ende reingespielt, dass du dann aufgehört hast? Dieser ständige Druck, immer was Neues liefern zu müssen. Jeden Tag wollen die Leute Content, die konsumieren alle passiv, man kriegt nie irgendwie Feedback. Also die Arbeit, die man da reinsteckt, wird überhaupt nicht wertgeschätzt. Und deswegen, genau, es gab nicht so einen richtigen Schlüsselmoment, das hat sich einfach über Monate so angebaut. Es gibt ja diesen Mythos, dass man auf OnlyFans verdammt schnell Kohle machen kann. Wie siehst du das? Also wenn junge Frauen irgendwie denken, fuck, ich brauche Kohle, ich mache schnell meinen OnlyFans, das ist einfach falsch. Also wirklich, die einzigen Content-CreatorInnen, die sehr schnell sehr viel Geld auf dieser Plattform machen, sind Leute, die vorher schon eine extrem große Reichweite hatten. Mich beschäftigt, was Caro mir erzählt hat. Dass sie sich oft unter Druck gesetzt fühlt, immer wieder neuen Content zu produzieren. Ich frage mich, was macht es mit uns, wenn unsere Arbeit immer digitaler wird? Ich habe dafür eine Expertin für Plattformökonomie angefragt. Was es mit diesem Begriff auf sich hat und inwiefern OnlyFans da eingebunden ist, das klären wir gleich. Was bedeutet eigentlich genau Plattformökonomie? Eine Plattform ermöglicht es, dass einfach unterschiedliche Nutzerinnen und Anbieterinnen zusammenkommen und dort auf dieser Plattform eben eine wertschöpfende Interaktion, so sagt man das, zusammen generieren können. Also alles, wo sie etwas herstellen und etwas anzubieten haben, können sie das auf die Plattform stellen und wenn sie genügend Menschen haben, die sich dafür interessieren, werden sie entsprechend die Konsumentinnen auf der anderen Seite haben, die Nutzerinnen, die eben diese Plattform als solche benutzen. Also das heißt, die Plattform hat eine sehr starke Macht, weil sie in der Mitte ist und sozusagen dieses Zusammenkommen von Angebot und Nachfrage, wenn man so möchte, vermitteln möchte. Und was bedeutet das für die Menschen, die in so einem Plattformsystem arbeiten? Es ist natürlich ein sozialer Druck da, es ist ein monetärer Druck da, dass sie die Verfügbarkeit quasi permanent herstellen möchten. Und wie gut man sich davon abgrenzen kann, ist natürlich auch immer eine Sache, wie man selbst das abgrenzen möchte. Je mehr sie darauf angewiesen sind, desto mehr werden sie diesem Druck auch nachgeben. Wenn sie also am Ende gucken müssen, wie sie alles bezahlt kriegen für einen Monat, da werden sie sich natürlich schlechter davon abgrenzen können, als wenn sie einfach sagen, okay, das ist nice to have. Und natürlich ihre Reichweite ist hier auch enorm, enorm wichtig, wenn sie einfach mal gerade so über die Runden kommen, dann werden sie natürlich eher gucken müssen, dass sie liefern. Wenn sie natürlich eine entsprechende Bekanntheit und Reichweite in der Aufmerksamkeitsökonomie erreicht haben, sind sie natürlich auch selbstbestimmter unterwegs. Wir sind gleich bei Anja dabei, die macht ein OnlyFans-Fotoshooting und meint, OnlyFans sei der perfekte Job. Ich bin gespannt. Wie bist du in die Erotikbranche überhaupt gekommen?
Meine Freundin hat als Camgirl gearbeitet und sie hat mir das gezeigt und wir haben das in einer Nacht zusammen ausprobiert. Das hat mir total gefallen. Was magst du an OnlyFans? Ich mag am meisten, dass ich kann alles machen, was ich will. Dort, ich kann irgendwie, weiß ich nicht, meine kreative Seiten zeigen, meine Dessous, auf was ich stehe und so weiter. Wurden von dir irgendwann schon mal Fotos kopiert oder was mit deinem Content gemacht, was du so nicht geplant hast? Das ist leider immer passiert in unserer Branche. Du musst immer dein Logo irgendwann auf dein Content stellen, sonst das wird immer alles geklaut und verkauft weiter. Wie viele AbonnentInnen hast du auf OnlyFans? Also zwischen jetzt 100, 150, das liegt an Monat und an wie viel Werbung ich mache, wie viel sozusagen Glück ich hatte auch. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, auf OnlyFans Kohle zu machen. CreatorInnen, die können den Preis für ihren Feed festlegen und wer den sehen möchte, muss zahlen. Das kann ein beliebiger Betrag sein, 5, 10 oder mehr Dollar. Dazu können CreatorInnen auch noch extra Inhalte als Nachrichten rausschicken. Wer die sehen will, muss einen festgelegten Geldbetrag zahlen. Die Fans, die können auch selber anfragen, ob ein bestimmter Inhalt für sie produziert werden kann. Und wenn es ihnen besonders gut gefällt, gibt es sogar die Möglichkeit auf Trinkgeld. Das Konzept nennt man dann Custom oder Customized Content. 20% aller Einnahmen gehen direkt an OnlyFans. Und wenn sich die CreatorInnen noch durch Agenturen coachen lassen, geht nochmal extra Kohle ab. Wie viel Zeit investierst du da wirklich? Also nicht so viel. Mehr ich investiere in meine Social Media für Werbung. Würdest du sagen, dass das auch dein Erfolgskonzept ist? Warum du jetzt zum Beispiel auf OnlyFans erfolgreicher bist als viele andere? Ich hatte schon vorher meine Fanbase vorbereitet. Das ist super wichtig. Ich glaube, wenn du am Anfang von null anfängst, ist es super schwierig. Von welcher Plattform hast du die meisten Follower mitgenommen zu OnlyFans? Ich glaube, die kommen immer von Instagram und von Twitter auf jeden Fall. Ja, Twitter, weil du kannst ein bisschen mehr 16-plus-Content zeigen, nicht mehr auf Instagram 13-plus. Die Einkommen auf OnlyFans sind ziemlich ungleich verteilt. Laut internen Zahlen der Firma, die hinter OnlyFans steckt, sollen im Jahr 2021 etwa 300 CreatorInnen über 1 Million Dollar verdient haben. Laut Medienberichten liegt der durchschnittliche Lohn zwischen 150 und 180 Dollar im Monat, also um die 2000 Dollar im Jahr. Hast du jetzt schon so eine bestimmte Aktion pro Outfit im Kopf oder machst du es relativ spontan? Am meisten relativ spontan, aber heute habe ich ein Wunsch-Shooting. Dafür würde ich ein Catsuit anziehen. Das sieht so cool aus. Seid ihr zufrieden mit dem Shoot? Sehr gut. Ich habe mich gefragt, ob man auf OnlyFans gut Geld verdienen kann. Und die Antwort? Ja, das klappt allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Das Wichtigste ist, dass man viele FollowerInnen hat auf anderen Plattformen und die dann quasi mit rübernimmt. Und die Arbeit auf OnlyFans bedeutet auch, viel Zeit, Geduld und Mühe zu investieren. Und was fast schon als Risiko zu dem Job dazugehört, ist, dass Inhalte von einem geleakt werden können. OnlyFans als schneller Weg zum Reichtum, mein Eindruck, nö. Und wenn ihr Bock auf weitere Videos von uns habt, hier wollten wir herausfinden, inwiefern sich Social Media auf unsere Selbstwahrnehmung auswirkt. Spoiler, es geht um diese Zornesfalte hier und um Botox. Das sind die KollegInnen von So Many Tabs. Sie haben sich das Erfolgskonzept hinter OnlyFans angeguckt.